शरथमारूढ अरुण सारथी सदा श्वेतपद्म धरम देवम त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बंधूक पुष्प संकाशम सहार कुंडल भूषणम एक चक्रधरम देवम त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहित वर्ण संकाशम सर्वलोक पितामहम् सर्वव्याधि हरम देवम त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम् An den Hängen des Himalayas, am Ufer des Ravi, der durch die südlichen Teile von Jammu und Kaschmir fließt, steht das heutige Bassoli. Ein verschlafenes Städtchen mit Häusern, mit flachen Dächern und gen Himmel reckenden Tempeln. Diese einst Vishwasthali genannte Stadt war ein blühendes Pilger- und Handelszentrum. Die Landschaft wurde damals vom prächtigen Palast der Pal-Dynastie beherrscht. Es war zu Zeiten des Rajas Kripal Pal, als dieses winzige Reich der indischen Kulturlandschaft seinen unauslöschlichen Stempel aufprägte, und zwar als Heimat einer der wichtigsten Schulen der indischen Miniaturmalerei. Raja Kripal Pal wurde 1678 zum Herrscher gekrönt. Eines der Lieblingswerke dieses Rajas war das Rasmanjari, ein Strauß leuchtender Blüten, ein langes Liebesgedicht, das im 15. Jahrhundert von einem Dichter aus Bihar namens Bhanudat geschrieben wurde. Der Raja beauftragte den Maler Devidas aus Nurpur, das Rasmanjari-Gedicht zu illustrieren. Die Hofchronik des Rajas Kripal Pal überdauerte die Zeiten und wurde vom Raj Joshi, dem Hofpriester von Bassoli, gehütet. In diesen Aufzeichnungen in Sanskrit auf Palmenblättern heißt es, dass diese Aufgabe 1693 von Devidas beendet wurde. Dieses 300 Jahre alte Horoskop des Raja Kripal Pals verfolgt die Herkunft des Geschlechtes der Bassoli-Könige bis zu den Pandavas, den Helden des indischen Epos Mahabharat. Dieses Gemälde hier ist ein Porträt des Raja Kripal Pal. Und in diesem Bassoli-Gemälde sind die sieben heiligen Rishis des Hinduismus zu sehen. Der Künstler muss beim Malen dieser Figuren, ihrer Körperhaltungen und Gesten an Sadhus und Fakire gedacht haben, die ihm bekannt waren. Raja Kripal Pal war ein Anhänger des Gottes Vishnu, was auch der eigentliche Grund für die Entstehung der Bassoli-Bilder war. In Jammu und Kaschmir übte die Hindu-Philosophie einen großen Einfluss auf den islamischen Sufismus aus. Das malerische Kaschmir und Kaschmir war die Geburtsstätte vieler gelehrter Schriften in Sanskrit. Es gab sogar eine Zeit, in der das Kaschmirtal als eine Stätte der Gelehrsamkeit der Stadt Benares Konkurrenz machte. Hier verfasste der weise Patanjali die Yoga-Sutras, die älteste systematische Yoga-Studie. Bharat Muni, ein anderer berühmter Weiser, verfasste hier im 2. Jahrhundert vor Christus das Natya-Shastra, eine Abhandlung über die Theater-, Tanzkunst, Dichtkunst und Musik, die bis heute Künstler inspiriert. Im 17. Jahrhundert erfuhr der Vaishnavismus bzw. die Vishnu-Verehrung in Nordindien eine Neubelebung. Glaubensgrundsatz des Vaishnavismus ist, in einer bedingungslosen Liebe zu Gott Erlösung zu finden. Viele Jahrhunderte lang lebten Kaschmirs Hindus und Muslime friedlich Seite an Seite. Die Sufis von Kaschmir waren ungewöhnliche Menschen, die danach strebten, der materiellen Welt zu entsagen
um sich ganz und gar dem Göttlichen zu ergeben. Die Bande zwischen Hinduismus und Sufismus waren so eng, dass die Sufis hier oft als muslimische Rishis bezeichnet wurden. Der berühmteste unter ihnen war Sheikh Nuruddin, von allen liebevoll Nandrishi genannt. Zu seinen Anhängern gehörten Kaschmiri-Hindus wie auch Muslime. Sein Schrein in Sharar-e-Sharif ist heute eine geheiligte Stätte, an der Blumen dargebracht werden und gebetet wird. Die Sufis glauben, dass ihre mystischen Gesänge, Sufiana Kalam genannt, helfen, die Seele in einen Zustand himmlischer Verzückung zu versetzen. Ich ging nach Medina und betete. Mein Herz aber wurde nicht geläutert, es blieb besudelt. Brich mit den Ketten, die dich an weltliche Dinge binden. Errichte in deinem Herz eine Moschee und erlebe Gott in ihr. Aus Zentralasien kamen viele Heilige in das Kaschmirtal, um dort den Sufismus zu verbreiten. Einer der ersten unter ihnen war Hazrat Amir-e-Kabir Shah-e-Hamdan. Der Mogulprinz Dara Shikoh, der sich stark vom Sufismus angezogen fühlte, ließ diesen Schrein für den Sufi-Heiligen Maktum Sahab errichten. 1649 ließ er diese Gedenkstätte für seinen Sufi-Lehrer Akun Mullah Shah bauen, der sich auch eingehend mit Hindu-Philosophie befasst hatte. Dastgir Sahab wurde 1767 auf Anraten des berühmten Sufi-Heiligen Saki Shah Muhammad Fazil gebaut. Dieser Heilige, der aus Bagdad kam, gründete in Kaschmir den Quatri-Orden. Hier ist der Schrein des Aknun Shah, eines weiteren tief verehrten Sufi-Heiligen. Im 17. Jahrhundert ließ der Prinz Dara Shikoh Pari Mahal bauen, ein Seminar für angehende Sufi-Mystiker. Mitte des 17. Jahrhunderts besuchte der König Sangram Pal von Basoli den Hof der Mogulen, was der Beginn einer langen Freundschaft mit dem Prinzen Dara Shikoh war. Der Puritaner Aurangzeb, der jede Art von Kunst hasste, bestieg 1658 den Thron von Delhi. Die Künstler, die vom Hofe der Mogulen vertrieben wurden, fanden in Basoli eine neue Heimat und einen neuen Schutzherrn. Raja Kirpal Pal war Sangram Pals Neffe. Er beauftragte den bekannten Maler Devidas mit dem Illustrieren von Bhanu Dats Liebesgedicht Rasmanjari. Dichter wie Maler beginnen ihre Arbeit mit einem Bittgebet an den Gott Shiva. Musik.
Die 138 brillanten Verse des Rasmanjari befassen sich mit Sringaras, dem Wesen der Liebe mit all seinen Nuancen. Rasmanjari gebührt ein ganz besonderer Platz in den Liebesgedichten der Sanskrit-Literatur, weil es sich bemüht, die vielen verschiedenen Arten von Liebespaaren zu klassifizieren. Den Umständen entsprechend gibt es grundsätzlich 8 Arten von Liebespärchen. Diese Art von Klassifikation von Liebespaaren liegt Bharat Munis Abhandlung Natyashastra zugrunde, die älteste Schrift unserer Erde, die sich mit allen Aspekten der Theater- und Bühnenkunst befasst. Im Mittelpunkt des Gedichtes wie auch der Bilder steht anstelle des Nayaks die Nayika bzw. die Liebende. In manchen Bildern taucht Krishna als göttlicher Geliebter auf. Auch Shiva und Rama sind auf den Rasmanjari-Bildern zu sehen. Die Liebende wartet auf ihren himmlischen Geliebten. Mit einer Geschichte wiegt sie ihre Schwiegereltern in den Schlaf, deckt die Vogelkäfige ab und befiehlt ihren Bediensteten zu gehen. Mit einer flüchtigen Bewegung ihres Saris löscht sie die Lampe und legt sich still aufs Bett. Dann nähert sich ihr Geliebter mit angehaltenem Atem, um die Süße des Liebesrituals mit ihr zu genießen. Die Zofe berichtet Radha vom schlafenden Krishna. Jugendliche, himmlische Geliebte. Du lotusäugige Schönheit, wem wird das Glück beschieden sein, an deinem Busen die Kratzer seiner Nägel zu hinterlassen? Sie, die innig Geliebte. Obwohl ich seine Annäherungsversuche zurückwies, verfolgt mich mein Schatz. Was soll ich nur tun, meine Freundin? Die im Stich gelassene Geliebte, die grollenden schwarzen Wolken brüllen wie der erzürnte Büffel des Todesgottes Yama, auf die Schlange der Geduld trampelnd und den Fluss des Anstands überquerend sucht sie ihren Geliebten. Als sie ihn nicht findet, ist sie gebrochenen Herzens.
Als sie ihn nicht findet, ist sie gebrochenen Herzens. Sie, die innig Geliebte. O liebe Freundin, mein Geliebter betet mich an. Er verfolgt mich und ignoriert andere rehäutige Jungfern, deren Schmuck verführerisch klimpert. Eine dem Liebesrausch verfallene. Verliebte, die sich für ihren Geliebten zurechtgemacht hat. Wie ein Täubchen gurrt sie für ihren Geliebten und streckt ihm ihre lotusförmigen Hände entgegen. Die Liebende, deren Ehemann in die Ferne gezogen ist. Sobald Lord Krishna davongeht, nimmt die Liebende ihre Girlande aus Lotusblüten ab. Ihre Armreifen gleiten zu ihrem Handgelenk hinunter, so als ob sie ihren Puls spüren wollten. Dieses Bild stellt Raghvinod in menschlicher Gestalt dar, eine Melodie der Freude. Raghmishtan und Raghvinod waren insbesondere bei Musikern in den Bergen sehr beliebt. Die Ratipriya Naika, die des Liebesspiels nie ermüdet. Panudats Einordnung zufolge betet diese Art von verliebter Frau den Boden an, über den ihr Geliebter schreitet.
Eine Liebende, die nach einem Streit von ihrem Geliebten verlassen wird. Oh, meine liebe Freundin, das Lotuszeichen auf meiner Handfläche, der Jupiter, sie bedeuten mir in meinem Horoskop Glück. Glückverheißende Linien kreuzen meine Stirn. All diese glücklichen Zeichen. Und dennoch verlässt mich die Beherrschung. Verflucht ist mein Leben, meine Liebe, meine Jugend. Die Malereien von Basoli sind symbolisch für das harmonische Zusammenleben von Hindus und Muslimen. Dieser Malstil stellt eine Verschmelzung der lebendigen volkskünstlerischen Tradition der Berge mit ihren Themen aus der Hindu-Mythologie und der eleganten, feinen Pinselführung der Künstler vom Hofe der Mogulen dar. Diese Bilder zeichnen sich durch warme und kräftige Farben aus, die heute noch genauso frisch wirken wie einst. Die Maler pflegten ihre Pflanzenfarben auf Steinen zu zermalen. Es konnte bis zu einem Jahr dauern, genau den richtigen Farbton zu erhalten. Rotes, heiliges Tempelpulver wurde als Orange verwendet und aus Lapis Lazuli wurde die Farbe Indigo gewonnen. Für goldene Farbtöne wurde echtes Goldpulver verwendet und zum Darstellen von Schmuckstücken verwendeten manche sogar zarte Käferflügel. Diese Bilder wurden auch von handgefertigtes Papier aus Jute, Bambus, Pflanzen und Seide gemalt. Hetäre, die sich auf die Suche nach ihrem Geliebten begibt. Ihr Busen erbebt, ihr Gewand flattert, goldener Schmuck klimpert, verführerisch ist ihr Gang. Hier läuft sie, die Hetäre, um sich mit ihrem Geliebten in seinem Bett zu treffen. Eine Freundin, die sich beim Geliebten beschwert. Der Ehemann ist in die Ferne gezogen. Thank you.
Ratha holt sich Rat bei einer Freundin. Die vernachlässigte Hetäre. Die Geliebte verlässt das Haus für ein Stelldichein mit Krishna. Eine himmlische Freundin berichtet der Verliebten, dass Krishna draußen wartet. Die Jugend ist voller Überraschungen. Ihr mondförmiges Antlitz, ihre großen Augen spiegeln sich im Teich wider. Sie streicht sich die Blumen aus dem Haar, ihre Hüften sind voll. Unschuldig fragt sie sich, ist es möglich, dass ich müde bin? Ist es nur Müdigkeit? Ratha unterhält sich mit einer Freundin. Liebende, die sich nach ihrem Geliebten sehnt.
Mit wogendem Busen, mit Füßen so zart wie junge Blätter, wagt sie sich hinaus in die Nacht, auf dem Wagen der Sehnsucht und des Begehrens. Nach einem Streit entfremdete Liebende. Liebende mit einer Freundin. Bei aufgeschlagenem Bett wartet sie auf ihren Geliebten. Die rehäugige Verliebte schmückt sich, ihre holde Gestalt mit Gold- und Kentucky-Blüten schimmernd bringt den Raum zum Leuchten. Die Liebende bringt ihr Ratibhav bzw. ihr Liebesgefühl mit den zarten Bewegungen ihrer Augen, Augenbrauen und Gliedmaßen zum Ausdruck. Sie flüstert ihm süße Koseworte ins Ohr. Auch die Gefühle wurden von berühmten Weisen in Gestalt von Tanzformen klassifiziert. Der auf der himmlischen Schlange Sheshna ruhende Gott Vishnu. Freundin, die den Busen der Verliebten mit Sandelholzpaste bemalt. Im Hintergrund dieses Bildes sind die 9 Inkarnationen des Gottes Vishnus zu sehen. Der Vaishnavismus war eines der zentralen Themen der Basoli-Malereien. Eine sich nach Liebe sehnende Naika.
jung verheiratetes Liebespaar. Aus der engen, liebevollen Umarmung müde junge Braut sich zu befreien. Sie für sich zu gewinnen, ist wie der Versuch, durch die Handrinnen des Quecksilber festhalten zu wollen. Der kluge Geliebte bietet zwei Juwelen an, eins für die Ältere, das andere für sie, deren Busen er zu liebkosen liebt. Lord Krishna und Geliebte. Geliebte, die von ihrem Liebhaber getrennt wurde. Die Geliebte, die innig geliebt wird. Die Geliebte wartet bei vorbereitetem Lager auf ihren Geliebten. Die Jungverheiratete schaut Vorbereitungen zu, mit denen das Verlangen ihres Geliebten gestillt werden soll. Eine Freundin zieht eine Perlenkette auf, eine andere befestigt ihren Gürtel. Verliebte auf der Suche nach ihrem Liebsten. O liebe Freundin, für all die, die auf der Suche nach ihrem Liebsten sind, wird die Nacht zum Tag, Dunkelheit zur Helligkeit, sogar der Wald ist einfacher zu durchqueren. जी का गाऊं कब दे मिलने को जाऊं सजनिया कोई जतन बतला दे
Die Geliebte bereitet sich auf die Ankunft ihres Liebsten vor. Die reife Geliebte macht ihrem Ärger Luft. Liebende, die sich mit ihrem Mann streitet. Die Liebende besänftigt ihren Mann nicht. Sie spricht nicht mit ihren Freundinnen, weht aber eine nach Sandelholz duftende Brise, so spürt sie eine große Leere in ihrem Inneren. Zwei Liebende. Die gutgläubige Geliebte. Diese reife Frau genießt die Liebesfreuden. Die Nacht verfliegt beim Liebesspiel. Verschlafen fragt er, ob die Sonne aufgegangen. Schnell bedeckt sich der Geliebte die Ohren, um den Morgen nicht anbrechen zu lassen. Die Liebende, die zärtlich ihren Geliebten rügt. Zwei Liebende. Liebste, die eine Trennung ahnt. Dir zuliebe bin ich auf Schlangen getreten. Habe nicht auf die Älteren gehört, alle Vorsicht vergessen, und du wirst davongehen, um mich den Höllenqualen preiszugeben? Zwei Liebende und Krishna. Die vernachlässigte Geliebte. Die Freundinnen führen die junge Braut zur Laube. Beängstigend war die Leere. Sie konnte weder bleiben noch gehen.
Sie blickte auf den schattigen Hain voller hungrig summender Bienen. Krishna, der vor dem Palast auf seine Liebste wartet. Diese hier sind unverheiratete Verliebte. Liebste, die sich die Seele des Liebsten erobert hat. O Verstand, gib deine Verspieltheit auf. O ihr Augenlider, öffnet euch weit. O du Herr der Liebe, vergib mir, Lord Krishna ist hier. Es gibt wohl kaum etwas Entzückenderes über die Leidenschaften der Liebe als Bhanudats Liebesgedicht und die Rasmanjari-Bilder mit ihrem tiefen Verständnis der weiblichen Seele und Gefühle, mit Radhas vorbehaltloser Ergebenheit Krishna gegenüber bzw. menschliche Liebe angesichts der Liebe Gottes.